In unermesslicher Liebe grüße ich euch. Ich bin, der ich bin. Ich bin, der ich immer schon war. Ich bin, der ich immer sein werde. Jesus, der Sohn. Und ich grüße euch mit der Strahlkraft der Liebe, um Martha Sat. Geliebte, ein weiteres Mal treffen wir uns in der Liebe, in der Wahrheit. Denn die höchste Wahrheit ist, du bist, weil Gott dich liebt. So wie kannst du anders als Liebe sein. Wie kannst du anders als dir selbst bedingungslose Wertschätzung zu geben? Wie kannst du anders als mit liebenden Augen Gott in deinem Nächsten sehen und erkennen? Und so will ich heute noch einmal mit euch eine Reise in die Wirklichkeit in das göttliche Feld der Liebe mit euch unternehmen. Und so bitte deine Engelsgruppe, deinen Seelenaspekt in die göttliche Flamme zu ziehen. Und langsam. Geben wir uns ganz sanft in immer höhere Schwingungsebenen. Du lässt die Welt und die Frequenz der Dualität, dein Wollen und Sagen, Zweifel und Bangen hinter dir. Denn in diesen hohen Reichen kannst du sie nicht mitnehmen. Du lässt deine Vorstellungen von dir selbst wer du bist oder nicht bist, was du sein willst oder nicht sein willst, hinter dir.
deiner Seele? Gibt es dafür keinen Raum? Du lässt dein Wollen und Nichtwollen hinter dir. Kämpfen und Drängen lässt du hinter dir, denn in den hohen Reichen gibt es nichts zu wollen und nichts zu kämpfen und zu erringen. Alles ist schon da. Alles ist dir gegeben und du erkennst, dass es immer schon seit Anbeginn der Zeit in dir war. Und noch höher schwingen wir hinauf. Und alle Vorstellungen von dem, was du glaubst zu wissen, fällt von dir ab. Und auch alle Vorstellungen von dem, was du glaubst nicht zu wissen. Denn alles Wissen ist in dir angelegt. Und du fühlst, dass du es niemals begreifen wirst über deinen Verstand und dein Wollen, sondern nur in deiner Lehre. In der Stille deines Herzens. In dem unendlichen Raum deiner Wirklichkeit, deiner Seele. Und du fühlst und erkennst auch, dass Liebe so viel mehr ist als ein Gefühl und eine Emotion. Es ist das tiefe Einssein mit dir und mit allem, was ist. Es ist das Eingebettetsein in die Ordnung, die hohe Ordnung. Alles gegründet ist. Liebe ist, wenn alles andere weggefallen ist, alles, was du geglaubt und nicht geglaubt hast, weggefallen ist. Und du dennoch bereit bist, präsent bist, bis dich nicht verschließt, sondern es aushältst,
all deine Vorstellungen, all dein Wollen, all deine Widerstände, all das, was dich vorher ausgemacht hat, worüber du dich erlebt, definierst und wahrgenommen hast. Nur Illusionen sind gebunden an das Menschsein der materiellen Welten. Und wenn all dies weggefällt und dein Herz, deine Seele bereit ist, präsent zu sein, ohne Widerstand und ohne Verlangen, ist alles, was bleibt, die Liebe. Eine Liebe, wie du sie als Mensch mit all deinen Wollen und Streben, mit all deinen Widerständen noch niemals hast erfahren können. Es gibt keine Trennung mehr an dieser Stelle. Keine Trennung mehr in dir. Denn du bist ganz aufgegangen, eingegangen in die Liebe. Spürst und erfährst, dass das, die Nahrung ist, die alle Schöpfung erhält, dass das die Energie und Schwingung ist, die alles durchdringt und alles umfängt. Jenseits jeglicher Dualität. Und sogar jenseits der Polarität. Denn zur Liebe gibt es kein Gegenpol. Die Liebe ist. Verstehst du vielleicht auch, dass so viele Wesen in der Schöpfung und so viele Wesen auf deinem Planeten, seien es die Tiere oder die Pflanzen, so oft viel mehr geöffnet sind in dieser absoluten Einheit, es so zu nehmen, wie es ist, und die Liebe zu lobpreisen. Die Blume durch ihre Blüte, die Vögel durch ihren Gesang und die Pflanzen durch ihr unentwegtes Wachstum und ihre Bereitschaft, ebenso wieder zu vergehen und neu zu erblühen. Nirgendwo siehst du Widerstände. Widerstände gibt es nur in dir. Durch dein Denken. Durch dein Urteilen. Es gibt keine Wesen in der Natur,
das Unzufriedenheit kennt. Unzufriedenheit ist nur den Menschen möglich zu empfinden. Weil der Mensch die Wahl hat. Doch wenn du verstehst, dass Liebe und deine Verbindung zur Liebe, dein Kanal, Liebe zu sein, jenseits all deiner Identifikationen ist, nämlich dann erblüht, wenn alles wegfällt, was dich an die Dualität bindet. All die Dualität in dir selbst. Zufriedenheit, Unzufriedenheit, Liebe, Nicht-Liebe, Einsamkeit, Kommunikation. Öffne dich für die subtilen, feinen Impulse der höheren Kommunikation mit deiner Seele. Brauchst du nicht so sehr die Gespräche der Menschen? Was können sie dir geben? Dennoch hat alles seine Zeit. Doch genieße auch die Augenblicke. Stille. Denn dies sind die wahren Augenblicke, da du dir selbst und auch Gott in dir ganz nah bist. Da du der Liebe geöffnet bist. Die Wirklichkeit kannst du nur erfahren in der Stille. Und so ist auch das Feld der Liebe ein unendlicher Raum, ein Ozean, in dem du Kraft tanken kannst, in dem du dich auflösen kannst in deinem Menschsein und eingehen in dein Gottsein. Bist du ganz eins. Doch du bist so viel mehr und so viel weniger als dein Ich. Und dies ist kein Widerspruch. Fühle die Wahrheit darin. Und wenn du immer wieder
diesen Raum der Liebe in dir eröffnest und immer mehr in dir verankerst. Deine Augen, die Augen der Ewigkeit sein, und aus deinen Augen wird etwas anderes scheinen, als du bisher ausdrücken konntest. Denn je öfter du in den Raum der Wirklichkeit dich bewegst und von dir alles loslassen lässt, was nicht Liebe ist, aus deinen Augen strahlen. Deine Augen werden eine neue Tiefe bekommen, eine neue Weite und eine neue Wärme. Dein Blick wird der Blick der Liebe sein und der Güte und des Wohlwollens. Und somit auch des Friedens. Lasse dich erfüllen und erfülle dich. Lasse dich ausdehnen und dehne dich aus. Lasse dich hineinschmelzen und neue Form gewinnen. So kannst du diesen Schritt als einen Schritt empfangen, deine Einweihung in die Liebe, in eine neue Qualität, in ein tieferes Verständnis, in eine Öffnung. Dir ermöglicht, immer mehr ein Werkzeug und ein Mitarbeiter Gottes zu sein. Und langsam schwingen wir hinab. Doch auf dem Rückweg brauchst du nicht wieder einsammeln, was du auf dem Hinweg losgelassen hast. Segne es und nimm die Liebe mit bis in die tiefste Ebene deiner irdischen Präsenz. Und genieße es und halte es aus,
wenn du das Gefühl hast, in deinem Alltag nicht mehr nach den alten Mustern zu handeln oder dich zu erfahren, dich zu fühlen. Genieße es und begrüße es und vertiefe es, indem du immer wieder, so oft es dir möglich ist, diese Meditation mit mir machst und dich hinauf begibst in den Raum der Wirklichkeit, den Ozean der Liebe. Und mit einer ganz bewussten Absicht atme tief die Liebe in dich hinein. Atme sie tief in alle deine Zellen, in alle Aspekte deines Seins. Und sprich mit mir. Ich bin. Und ich segne dich mit all meiner Liebe und mit der Kraft des Heiligen Geistes, Sani, O Herbert, O Drach. Und so ist es.